grüße dich und ein allerherzliches Willkommen bei Blaupause TV. Wir steigen wieder ein ins Mysteriöse, ins Unheimliche und Dinge, die wir einfach nicht glauben können. Und oft hinterlassen sie mehr Fragen, als sie Antwort geben. Aber eins ist garantiert, eine Gänsehaut und fragende Gesichter. Schau selbst. Es gibt eine große Diskussion im Internet darüber, ob wir mit Kameras und Videorekordern Frequenzen einfangen können, die für unsere Ohren und Augen unsichtbar sind. Enthusiasten behaupten, ja, das können wir, während einige Experten widersprechen. Es ist tatsächlich nichts, das man täglich sieht. Doch dieses nächste Video, aufgenommen in Japan von einem Taxifahrer, scheint das Gegenteil zu beweisen. Ein Taxifahrer nimmt einen Fahrgast auf, um ihn nach Hause zu fahren, und filmt alles mit einer Überwachungskamera. Danach kehrt er zu seiner Station zurück, um vielleicht den nächsten Kunden abzuholen. Doch genau dann wird es äußerst seltsam. Eine schattenhafte Gestalt ist plötzlich auf der Rückbank zu sehen. Allerdings ist dort absolut niemand. Und wenn man auf das Ding zoomt, was auch immer es ist, kann man offenbar ein Gesicht erkennen. Das Seltsame daran ist, dass die Gestalt genauso plötzlich verschwindet, wie sie aufgetaucht ist. Bis heute lässt sich schwer sagen, ob das Video echt ist oder nicht. Trotzdem entfachte es kurz nach dem Hochladen eine virale Diskussion. Und das kann ich absolut nachvollziehen. Dies ist nicht das einzige Video, das solche Ereignisse zeigt. Das lässt uns mit der Frage zurück, ist das tatsächlich echt oder doch nur Einbildung? In Westafrika, genauer gesagt in Togo, Benin und Senegal, wird ein alter Kult praktiziert, dessen verehrte Wesen Zangbeto genannt werden, was so viel bedeutet wie Wächter der Nacht. Zangbetos werden durch Figuren dargestellt, die in Strukturen aus Stroh, Holz und anderen Materialien gehüllt sind. Während der Zeremonien zeigen sich diese Wesen tanzend im Zentrum der rituellen Orte. Dabei sind sie stets umgeben von Touristen, Bewohnern der Gemeinde und praktizierenden Hexendoktoren der Voodoo-Religion. Laut einer lokalen Yoruba-Legende befinden sich unter dem Kostüm keine Menschen, sondern nur die Geister der Nacht. Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass die Erscheinung dieser Geister durch die sogenannten Zangbeto ein Betrug ist. Ganz im Gegenteil. Bis heute gibt es keinen Beweis dafür, dass Zangbetos ein Fake sind. Wir haben solche Rituale bereits auf unserem Kanal vorgestellt, aber noch nie ein Video wie dieses. Normalerweise findet man Zangbeto-Videos im Internet nur in sehr niedriger Qualität. Dieses spezielle Video jedoch wurde von Dynast Amir auf seiner Facebook-Seite hochgeladen und zeigt sehr deutlich, dass wir hier möglicherweise über etwas sprechen, das tatsächlich echt ist. In diesem Teil des Videos sehen wir, dass dem Zangbeto eine Art Opfergabe dargebracht wird. Und kurz darauf beginnt es zu tanzen. Anfangs war ich ehrlich gesagt etwas skeptisch gegenüber diesem Ritual. Doch dann zeigt uns Dynast Amir eine weitere Szene, in der es so aussieht, als wäre tatsächlich niemand in dieser Voodoo-Maske. Doch dabei bleibt es nicht. Dynast Amir besucht ein weiteres Ritual, bei dem er zeigt, wie Hexendoktoren eine dieser Voodoo-Masken zusammenbauen. In diesem Teil des Videos sieht man, dass die Einheimischen und Touristen ziemlich verwirrt sind von dem, was sie sehen. Im Inneren des Zangbeto ist absolut nichts. Sobald die Hexendoktoren es zusammengesetzt haben, beginnt es einfach von selbst zu tanzen. Warum das für uns so unbegreiflich ist, hat schlichtweg mit der Tatsache zu tun, dass es in unserem Kulturkreis einfach nicht mehr kultiviert wird. Für diese Menschen dort ist es völlig normal. Das Besondere an dieser Voodoo-Zauberei ist,
dass sie nur wenigen Hexendoktoren und Mitgliedern einer geheimen Gesellschaft bekannt ist, in der dieses uralte Wissen über die Verbindung zur Geisterwelt weitergegeben wird. Was denkst du, was hier wirklich vor sich geht? Könnte es sich um einen Schwindel handeln? Oder glaubst du, dass hier... So, da war keiner drunter. ...etwas anderes im Spiel ist? In einem aktuellen TikTok-Video hält ein Paar während einer Autofahrt eine seltsame Szene fest. That's freaking weird, man. Isn't it? Yeah, like there's someone else taking a picture. Right? It's just so weird because it should be moving. Yeah, I don't see any, like... I don't see anything, like... Schon mal immer gut, wenn du nicht der Einzige bist, der es sieht, oder? Ready to drive? Yeah. What if we just drop all of a sudden? Wouldn't that be freaky? Okay, well, let's go before he just drops on us. This is so weird. Im Video sieht man einen Vogel, der scheinbar regungslos in der Luft hängt. Seine seitliche Position macht die Szene noch merkwürdiger, denn so verharren Vögel normalerweise nicht. Es wirkt fast wie ein Fehler in der Matrix. Am 13. Oktober ging Melissa Simic live auf Facebook und teilte eines der merkwürdigsten Videos, die ich dieses Jahr gesehen habe. Er beschreibt das Video als ein geheimnisvolles Geräusch, das vom Himmel über den Alpen kam. Znači nema ništa, kiša počela da pada, kao što vidite. Und große, seltsame Gestalten, die ihm begegneten und offenbar Flügel hatten, die sie bewegten. Er hat das alles gefilmt und das ist es, was er gesehen hat. Ne znam ni ja sam šta je. Imamo neki s***, vidite. Er sucht nach der Quelle des Geräuschs und stößt auf eine seltsame Stelle, wo offenbar zwei geflügelte Gestalten in der Dunkelheit mitten in der Nacht stehen. Zuerst scheint er seinen Augen nicht zu trauen und geht weiter, um den Rest des Ortes zu untersuchen. Hier ovde oko mene, pogledajte. Pogledajte, ljudi, samo je mrak i učinilo mi se, pogledajte. Nema nigde ništa. Vidite. Tamo se vidi, znači, grad. Als er zurückkommt, um zu sehen, ob die Gestalten noch da sind, stellt er überrascht fest, dass sie es tatsächlich sind. Und diesmal scheinen sie etwas zu bewegen, das wie Flügel aussieht. Allmählich überkommt ihn ein unheimliches Gefühl, dass er vielleicht besser nicht hier sein sollte. Ist doch abgefahren, oder? Keine Ahnung, ob es echt ist, aber das ist abgefahren. Was denkst du? Schreib's mir in die Kommentare. Was ist das? Auch diese Säule da oder sowas, könnte das sowas wie ein ritueller Ort sein oder sowas? Melissa, der weiterhin live überträgt und alles filmt, was geschieht, bekommt langsam Angst. Und wie es wohl jeder tun würde, nimmt er die Beine in die Hand und rennt. Ich täte mir mal gerne die Kommentare unter diesem Video angucken. Nach mehrmaligem Ansehen des Videos bin ich mir nicht sicher, ob es sich hier um zwei große, seltsame Kreaturen handelt oder ob vielleicht eine Art nächtliches Ritual stattfindet. Was ich allerdings verstehe, ist, dass in diesem Video einfach alles merkwürdig wirkt. Das unheimliche Geräusch am Himmel und diese beiden riesigen Gestalten, die kaum gruseliger sein könnten. Ich kann absolut nachvollziehen, warum Melissa die Flucht ergriffen hat. Genau das würde wohl jeder in so einer Situation tun. Nicht unbedingt, oder? Wenn sie friedlich sind. Ich meine, klar, der läuft ein Schauer über den Rücken, aber ich wäre vielleicht noch... Yes, kann ich natürlich nicht genau sagen, aber ich hätte versucht, näher ranzugehen. Mal Kontakt aufnehmen. Ja? Es ist immer wieder... Wir haben ja immer Angst vor dem, was wir nicht kennen. Aber es muss ja nicht grundsätzlich etwas Negatives sein. Deshalb glaube ich, dass dieses Video echt ist und kein Schwindel. Aber das überlasse ich dir. Was denkst du, was hier vor sich geht? Und wie würdest du in seiner Lage handeln? Ein Mann war nachts auf einer einsamen Straße unterwegs, als er plötzlich Hilferufe hörte. Er hielt an und ging nachsehen. Was er dabei entdeckte,
übertraf alles, was er sich je hätte vorstellen können. Kriegst du auch Gänsehaut? Wurde diese Person von der Kreatur angegriffen? Oder versuchte die Kreatur, den Mann anzulocken? So stelle ich mir jedenfalls Mr. Blaupause vor, wenn er Hunger hat. Elon Musk hat gerade... Lustige Anmerkung der Redaktion, würde ich sagen. ...der Optimus vorgestellt und es fühlt sich an wie der Film iRobot. Die neuen Optimus-Roboter, die Musk präsentierte, sollen zwischen $20,000 und $30,000 kosten und im Haushalt helfen können. Vom Abwasch über das Ausführen des Hundes bis hin zur Kinderbetreuung. Und tatsächlich sehen diese Roboter den Cyborgs aus iRobot sehr ähnlich. Aber das war nicht die einzige Parallele. Elon präsentierte auch eine Flotte autonomer Fahrzeuge, wie den RoboBoss, einen selbstfahrenden Bus, der dem Design der Busse in iRobot stark ähnelt. Doch damit nicht genug. Elon kam zu diesem Event auch direkt im RoboBus an. Der Bus sieht zwar schick und ziemlich cool aus, ist aber fast identisch mit dem Wagen, aus dem Will Smith in iRobot aussteigt. Nun, Elon ist dafür bekannt, die Leute zu necken. Also könnte es gut sein, dass er sich nur von den Filmen inspirieren lässt. Aber Elon geht noch einen Schritt weiter. Das glaube ich eben nicht. Hat es auch auf Telegram gepostet, auch mit dem Text drunter. Das ist gewollt. Diese Technologien werden freigegeben, die werden nicht erfunden oder sonst irgendwas, sondern man weiß genau, grob, dann und dann geben wir diese Art von Technologie frei. Und sie erzählen es uns Jahrzehnte vorher schon. Er plant Städte, in denen nur autonome Fahrzeuge verkehren. Statt von Parkplätzen wären die Städte von Parks geprägt. Theoretisch klingt das toll, doch den Menschen die Freiheit zu nehmen, selbst zu fahren, könnte schwer durchzusetzen sein. Trotzdem, sowohl Optimus als auch die autonomen Fahrzeuge sind beeindruckend. Heutzutage nutzen Menschen verschiedene Technologien, um paranormale Phänomene festzuhalten. Eine der neuesten Technologien, der ich anfangs skeptisch gegenüberstand, ist ein Tesla-Auto. Hallo, ich bin Patrick von Blaupause TV und ich möchte dir ein einzigartiges Gerät heute zeigen. Den Harmonie. Das mir einzig bekannte Gerät, was auf physikalischer Basis Elektrosmog und Erdverwerfungslinien komplett entstört. Das Ganze kann man im Labor nachweisen. Ich nutze das Gerät seit über 7 Jahren und mit mir mehr als 1000 zufriedene Kunden. Schau mal auf dem YouTube-Kanal, ich habe mit dem Entwickler schon mehrere Videos gemacht zu diesem Gerät. Ein großartig funktionierendes Gerät. Die allermeisten stellen schon in der ersten Nacht eine deutliche Verbesserung fest von ihrem Schlafverhalten und sie sind ausgeruhter, fühlen sich besser und natürlich geht es auch darum, ja, seinen Körper etwas Gutes zu tun. Deswegen gehört dieses Gerät in jeden Haushalt. Übrigens, den gibt es auch als mobile Variante zum Umhängen. Schau dich mal auf der Homepage um. Du findest alle relevanten Daten unter diesem Video. Erster Link. Und das Ganze ist ein Affiliate-Link. Ich erhalte also eine Provision. Und du unterstützt damit Blaupause bei seinem Programm, bei seinem Content und hilfst mir dabei, diesen Sender weiter in dieser Form und in dieser Qualität betreiben zu können. Ich danke dir und freue mich, wenn du es probierst. Übrigens, 3 Monate Geld-Zurück-Garantie sprechen für sich. Teste es, probier es aus. Und jetzt geht's weiter mit der Sendung. Teslas sind mit Sensoren ausgestattet, die Menschen in ihrer Umgebung erkennen, um Kollisionen zu vermeiden. Letztes Jahr bemerkten YouTuber, dass ihre Tesla-Autos Menschen erfassten, die scheinbar gar nicht da waren. Oh my God. What am I doing? What if they just start surrounding me? Oh. Yo, I saw that. Ein italienischer YouTube-Kanal namens Paranormal Investigation Team wollte diesen Tesla-Trick auf einem verlassenen Friedhof ausprobieren. Was sie dabei auf Kamera festhielten, war mehr, als sie erwartet hatten. Das Folgende ist passiert. Non so come saranno, raga. Non lo so, ma se lo troviamo, sensore e si vola. Cosa? Zur Erklärung, die waren auch skeptisch und ich wär's ehrlich gesagt auch, ne? Und wenn du es dann aber mal selber ausprobierst und dann zu folgendem Ergebnis kommst. Ma non cominciare a autosuggestionarti, per cortesia. Paolo und seine Frau unterhalten sich darüber, wie unheimlich der Friedhof bei Nacht wirkt und dass er seit Jahren verlassen ist und nicht mehr zur Stadt gehört. Plötzlich spürt sie einen Schlag am Auto. Und später im Video passiert es erneut. Dai, smettila, però. Nach Minuten des Wartens im Auto, in der Hoffnung, dass etwas passiert, spüren beide, wie die Anspannung steigt. Paolo will nur herausfinden, ob diese Tesla-Geisterjagd wirklich funktioniert, während seine Frau am liebsten so schnell wie möglich weg will.
Seit ihrer Ankunft verspürt sie ein seltsames Gefühl an diesem Ort. Genau in diesem Moment gelingt es ihnen schließlich, etwas auf dem Tesla-Bewegungssensor festzuhalten. Non l'ho filmato. Non l'ho filmato. Davanti, nero. Di nuovo, guarda, guarda, guarda. Guarda, non c'è niente. E non c'è niente. Non c'è niente. Ma c'era. L'hai visto? L'hai visto? L'hai visto? Nach über 30 Minuten, in denen das Auto am selben Ort geparkt ist, erscheint plötzlich eine Person. Jemand, der eigentlich nicht da ist, wird jetzt auf dem Tesla-Display angezeigt. Paolo und seine Frau sind ziemlich verängstigt und machen sich schleunigst aus dem Staub. Also die Körpersprache der beiden spricht nicht für ein Fake. Doch sie kommen an einem anderen Tag zurück, diesmal mit einer weiteren Person, um dieses mysteriöse Phänomen erneut auf Band festzuhalten. Doch was sie diesmal auf Kamera festhielten, war noch rätselhafter und jagte allen einen solchen Schrecken ein, dass sie nie wieder in diesen verlassenen Friedhof zurückkehrten. Nachdem sie den Mut gefunden haben, den Friedhof erneut zu erkunden, kehren sie ins Auto zurück und warten darauf, dass etwas passiert. Etwas Ähnliches wie in ihrem vorherigen Video. Sie erwarteten, dass auf dem Tesla-Display wieder etwas auftaucht. Doch dieses Mal war es völlig anders. Was als nächstes geschieht, ist weitaus unheimlicher. Cioè, non è niente di che. Certo, quella può fare tanto. Potrebbe essere semplicemente quello. Oppure lei praticamente non c'è più. Perché abbiamo espresso il suo... Fifi! Te lo giuro, c'è qualcosa là! Dove? Dove? C'è qualcosa là! Dove? Dalle croci, dalle croci! Dalle croci! Ma infatti, te lo dalle giuro, croci! Te lo giuro. L'ho visto, là, là! Non l'ho visto! Là, sì, l'ho visto! Wenn man genau hinsieht, gelang es dem Kameramann, im Hintergrund eine schattenhafte, menschenähnliche Gestalt zu filmen, die in eines der Gräber eintaucht. Leider hat der Kameramann nicht auf den Hintergrund fokussiert. Ich glaube, er hatte überhaupt nicht damit gerechnet, dass so etwas passieren könnte. Genau deshalb halte ich es für durchaus wahrscheinlich, dass wir hier eine tatsächliche Erscheinung sehen und nicht einen sorgfältig inszenierten Schwindel. Was denkst du? Ich bezweifle zwar, dass wir sehr viele Zuschauer haben, die einen Tesla fahren, aber es wäre doch cool, das mal auszuprobieren, oder? Vielleicht mal mit einer Kamera, mit einem kleinen Team. Wenn sich die Zeit ausgeht, ich wäre auf jeden Fall dabei. Es scheint zumindest mal auf jeden Fall Phänomene zu geben. Und das ist in all diesen Videos so. Wir können nie genau sagen, ob es der Wahrheit ist, ob es Fake ist oder nicht. Dennoch geschehen Dinge, die für uns nicht erklärbar sind. Schreib mir in die Kommentare, wie du das siehst. Und danke für deinen Support, alle, die neu dabei sind. Herzlich willkommen bei Blaupause TV. Und ja, dann sehen wir uns zur nächsten Folge hier bei unserem neuen Mystery Channel.